Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der NHL 17 Demo. Wie es aussieht, gibt es noch mehrere Spielmodi. Wir können wohl schon auf den Draft Champions Mode und auf den Ultimate Team Mode zugreifen. Genauso wie an sich wohl schon auch auf den World Cup of Hockey. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir starten jetzt aber erstmal den Hockey Ultimate Team Modus. The most played mode in the NHL series gets even better in NHL 17. All new Hockey Ultimate Team sets take collecting to a whole new level. Open packs and work the auction house to complete sets, earning trophies, free packs and exclusive items which can give your team the competitive edge. Also new in NHL 17. Ich weiß auf jeden Fall, was er gerade von mir will. Synergy challenges you to build your team around your desired playing style to get the best out of your players. Mix and match lines based on player styles and skills, and experiment with complementary lineups to discover the perfect squad that will fill up the win column. Alles klar. Kann schon mal, was er von mir will. Wir schauen jetzt mal in der Demo. Was kriegen wir denn hier für einen Kader? Ja. Benenne dein Team. Komm, machen wir es mal. Krokos. Haha. Krokos, Hansestadt, Hamburg. Mit dem... Oh, das muss 3 Zeichen lang sein, ne? Na, warte, ne. CHH. Starterpack öffnen. Lars Eller. Achso, ich muss immer rübergehen. Jamie Oleksiak. Andrew Desjardins. Eine Heilungskarte. Matt Pümpel. Frederick Gauthier. Nick Schulz. Andrei Vasilievski. Vertrag. Sean Thornton. Das Logo der Blackhawks. Tyler Ennis. Jeff Petrie, Chris Tierney, Chris Van de Velde, okay. Jyrki Jokic Bakka, alter Schwede, manche haben aber auch Namen hier. Chris Kunitz, den haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Das ist die Arena der Chicago Blackhawks. 13 Spiele Vertrag. Jacob De La Rose, Auswärtstrikot der Blackhawks. Jordan Tutu. Noch ein Vertrag. Anton Kudobin. Taylor Trony. Noch ein Vertrag. Chad Johnson. Colton Sissons. Ryan Pulock. David Warsowski. Kyle Brodziak. Tom Wilson. Heimtrikot der Blackhawks. Und noch ein Goldvertrag. Wir bauen erstmal ein Team auf. Du hast dein Team erfolgreich erstellt. Hier ist deine Startaufstellung mit den Spielern deines Startpakets. Alles klar. Ja, ich krieg direkt Münzen. Nice. Aber ich sehe es auch richtig, dass ich jetzt noch quasi in der... Ich habe sogar Packs. Könnte im Prinzip jetzt sogar schon Dingenskirchen kaufen. Ist das jetzt... Ich bin total verwirrt, ob das jetzt eine Demo ist oder ob es das richtige Spiel mittlerweile schon ist. Browse-Aktion. Suchen.
es gibt sogar schon alles Mögliche. Ey Leute, ich bin mega verwirrt. Ich bin richtig hart verwirrt. Marion Gaborik, Jeff Skinner. What the fuck, ey. Ist das jetzt unser Team oder nicht? Leute, ich bin durcheinander. Wir öffnen nochmal die ungeöffneten Packs hier. Das sind auf jeden Fall die, die ich durchs Vorbestellen haben will. Wir öffnen das Pack jetzt mal. Und schauen mal, was drin ist. Nate Prosser, Nicola Desloria, Vertrag, das Logo von Sweden, Carl Hagelin, Mikael Granlund, 86er direkt, nice, Adam Cracknell, Dennis Stars Trikot, eine Heilung, noch ein Goldvertrag, Oscar Clefbaum, Greg Richards, Vertrag. Noch ein Trainer, Boris Iwanski. Ja, das sieht man jetzt gar nicht mehr, wofür die gut sind. Noch eine Heilung. USA. Ja, Boston Bruins Trikot. Und noch ein Vertrag. Alles an meine Sammlung erstmal senden. Wie es aussieht, können wir schon den normalen NHL 17 Hockey Ultimate Team Modus spielen. Ich versteh's nicht, warum? Wir haben den 7.9. heute. Ich durfte gar nicht spielen. Wir haben Michael Davidson, das ist ein Trainer. Eine Heilungskarte. Spencer Abbott. Mark Abbott. What the fuck? Das ist merkwürdig. David Perron. Calgary Flames Rico. Eine Heilung. Matt Pümpel, den haben wir schon doppelt. GG. Vertrag. Trikot der Rangers, Norwegen-Logo, Joseph Blandisi, noch ein Vertrag, Patrick Nemeth, Andre Pavlec, ordentlicher Goalie, Canadiens-Logo und noch ein Vertrag. Verkaufe ich schnell. Rest geht an meine Sammlung. Okay. Warte mal, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie teuer sind die Packs gewesen. Achso, okay. Ne, okay, alles cool. Ich will meine Aufstellung mal bearbeiten. Und ich würde gerne... Oh, das geht gar nicht mehr. Das ist aber doof. So, wir würden gerne tauschen. Und zwar gegen Granlund. Wir wollen ja erstmal hier unsere besten Spieler. Warte mal. Synergy Details. Ach du Kacke. Was hat das zu bedeuten? Leute, ich bin hart verwirrt. Ich bin richtig hart verwirrt. Warum bin ich in Reihe 3? Matt Pimple kommt erstmal weg für Kunitz. Erstmal ballern wir die besten, was? So. Wie sieht Synergy aus? NPPPS. Was?
Ey, ich bin hart verwirrt, ey. Ich bin hart überfordert. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, komm, gib mal einen besseren Center hier. Guck mal, hier haben wir doch Desjardins. 83er Center, easy. Haben wir noch einen besseren Linksaußen bekommen mittlerweile. Ja, siehst du hier, Hagelin, Perron. Siehst du, da nehmen wir 84, 82, 81. Nee, da gefällt mir aller besser. Kommst du noch raus, De La Rose? Ich weiß, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 10 Minuten angekommen und haben noch nichts gemacht hier eigentlich. Wir haben unser Team aufgebaut, ja. Aber ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute. Ach, kacke, die Abwehr haben wir auch noch. Ah, scheiße. Nee, Verbrauchsobjekt wollen wir nicht anwenden. Wir wollen tauschen. Und zwar wollen wir rein haben. Haben wir gar nicht mal so viele. Das ist nicht so gut. Haben wir hier noch einen guten? Na siehst du, davon haben wir immer noch ein paar. Oscar Clefbaum. Siehst du, wen haben wir hier noch? Da haben wir jetzt noch. Warum spielt Nick Schulz mit einer 82? Wo spielt der? Er spielt als rechter Verteidiger. Alles klar. Läuft bei dir. Aha, ich muss mich um alles noch kümmern. Egal. Torhüter. Cheftrainer. Brauchen wir erstmal einen Cheftrainer hinzufügen. Ja, ist in Ordnung. So. CGSBTTT. Was ist gut? CG könnte für Controlled Game stehen. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir nehmen Events gehen, den kennen wir. Torhüter, habe ich da jetzt die besten im Tor drin? Nee, habe ich nicht. Ich habe noch Andrei Pavelec. Siehst du, haben wir, wie viele Goalies wir schon haben? Andrei Pavelec. So, Änderung speichern. Und jetzt wollen wir ins Spiel rein. Wir sind bei 13 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ist der Upload hier soweit fertig? Er verarbeitet schon, ja, sehr gut. Dann ab in die Online-Saison und wir gehen rein in unser erstes NHL 17 Hockey Ultimate Team Spiel. Ah, scheiße, ich habe... ich bin behindert. Ja, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Ich habe noch gar kein Xbox Live Gold geholt. Ich dab. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Keine Ahnung, was los war. Irgendwie hat er ein bisschen rumgezickt, aber ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Sieht gut aus. Wir können Spiel starten. Also rein in unser erstes Hockey Ultimate Team Spiel in FIFA, genau. NHL 17. Der Gegner wird ermittelt. Ich bin gespannt, ob wir einen Gegner finden. Seite wird ausgelost. Oh, jetzt wird's ernst, liebe Leute. Es wird ernst. Unser erstes Hockey Ultimate Team Spiel. Die Krokus Hamburg gegen So Easy to Win. Wir haben ganz gute Werte. Ich erkenne nicht, welchen Spieler er da hat. Muss ich ja mal sagen. Unsere Latenz ist gut. Enerfiti One ist unser Gegner. Ist noch in den Einstellungen. Ich weiß nicht, wie unsere Synergy ist, aber wir werden mal sehen. Ich will ihn nur plätten.
Ah, der Typ ist leider noch in den Einstellungen. Da kann ich gerade leider nichts dran ändern. Das tut mir sehr leid. So, ich schau mal nun weit kurz. Ja. Oh, Spiel startet. Spieler bewegen, Schläger anheben. Kampf beginnen. Halten, Bandenspiel, Pokecheck, Spieler wechseln. Sichtsteuerung, Pass blocken. Nichts Neues für uns. Wir spielen bei uns in Chicago. Wir wollen aber hier direkt überspringen, wir wollen rein. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Okay. 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 Schöner Block von Glassbaum. Into the attacking end. Hab einen Hund. Propelled the Gronlund. Let's go, Arister. Oh, Murray hat er am Tor. Pitching this one to Armia. Mit dem haben wir auch schon gespielt. Pushing it on along the boards. Enormous hit. Better get your head up. That's a solid hit that he had. Gronlund zu Ennis. Ja, der fasst mit einem guten Schuss. To Eric Staal. Leider nur fast. Guter Save von Pavlec. 5 Minuten gespielt, 0-0. Beide meine ersten Chancen. Und wir sehen auch schon das erste Highlight an. Nee, doch nicht. Rodziak am Bulli. Gewinnen wir. Petri wieder zu Rodziak. Harter Check gegen ihn hier. Looking to Tutu. Pointed to Brazier. Ah, da kommt der Pass nicht durch. Schade, schade. Und Bulli von ihm da. Icing von ihm, Bulli von ihm, genau. Mein Güte, man merkt, dass ich ein halbes Jahr kein Eishockey mehr hatte. Jetzt hier voll die Bullshit. Alter, harter Check von ihm gegen Brazier. Ziemlich harter Check. Rodziak gegen Mitchell am Bulli. Rodziak gewinnt das, ja. Der Schuss war fast gut. Alter. Motherfucker. Ja, komm. And he recovers, still with it. Laid on to Gerby. Good job, he rubbed him right out. Poke checked away by Brodziak. So. Makes that play. Moving it to Gerby. Nein. Two sticks together, they cancel. Picks it up. Nein. Aber jemand passt zu viel spielen. Gains the zone and looks over his options. Terrific glove save, but it's loose. Pavlec mit einem guten Save. That's a marvelous save. Da will er einen Bauerntrick versuchen. Aber nicht mit uns. Oh mein Gott. Nein, da kommt ein Verteidiger. Nein! Oh, ärgerlich. Hanging on to it up the wing. Oh, Puck abgefälscht! Guter Versuch. Oh, Leck. Chicago's looking to head man up. Ja, ganz genau. Loose puck gathered by Franzen. Oh. Keeps it going back behind the net. And angled to Franzen. Puck collected by Ryan Callahan. Ryan Callahan hat er da. Oh, an die Latte von ihm und über die Bande. Uiuiuiui. Granlund am Bulli. Hagelin's been missing from the bench for quite some time. Just heard that he will not be back today, guys. And he picks it up. He tried, but he turned it over. Fanoff slashed. Lohan, und ich krieg. Ja, natürlich krieg ich jetzt eine Strafe. A penalty will be coming. And play is stopped for a penalty.
Ein Stockschlag, ist klar, Junge. Powerplay für ihn, Ennis am Bulli. Schöner Save. Und ganz schlechter Pass von ihm, aber das nutzen wir natürlich, um Energie zu schonen. Ja, vielen Dank. Ja, natürlich! Ja, da wollte ich hin mit dem Pass. Auch so. Er zieht einfach dran vorbei und macht das 1-0. Okay. Mein Check trifft nicht. Shit. 1-0 für ihn. Oh komm, musst du dir jetzt das Tor angucken, echt? Ja, muss er. Vorm Tor hat er es schön gemacht, muss ich ja zugeben. Ist er schön vor Pavelic weggezogen. Aber. Naja, erstes Drittel rum, wir liegen 1-0 hinten. Geht schon wieder gut los, unser Ultimate Team Modus hier. Wir gehen direkt rein ins zweite Drittel. Wir wollen das Spiel zu unseren Gunsten drehen. 3-3 in Bullies. Schöner Check. Ja. Und wir geben den Puck wieder direkt ab. Ach so! Armia mit dem 2-0. Eieieiei. Was war das denn? Huch, jetzt überspringt er das Tor auf einmal. Oh, die Poke-Checks sind doch manchmal lächerlich hier schon wieder, ey. Oh, schade, schöner Versuch. Nein, da kommt der Pass nicht durch. Petri. Wo sind denn meine Anspielstationen? Ja, natürlich. Ach so, und sowas ist kein Stockschlag. Eieieiei. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Vielleicht hätte ich nicht direkt mit Ultimate Team Modus starten sollen. Wie ist ihn überhaupt nicht interessiert? Ja. What the fuck? Hallo. He could start some danger here. What a reaction save. The goalie makes himself. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier aufs Spiel. Was war das denn jetzt für eine Aktion? And it's taken over in the defensive zone by Eller. Ja. Passing one off now to Brodziak. And now it's directed to Thornton. Thornton. Goaltender pass brought ahead. Could not be filtered through, a strong play by Lewis. Was? And the trapper. That was all positioning right into his glove. Ja, ganz genau. Nicely into the zone. Good jab with the stick there. Pitching this one to Thornton. Oh, was zum Teufel?
Schöner Save von Pavelic da. Gathered in by Hamilton. Good work there. They'll have to try it again because of the defender's stick. Outstanding save. A cover. Ich drück den Puck weg und er macht's nicht. Quick work on the faceoff. Ja, habe ich mich von ihm baiten lassen mit Pavelic. Das war mit safe. No celebration this time. Now there's a little bit of a luck involved there. The goalie was screened on a play. He couldn't see it. Alter. Puck auf der Spielerbank. 2-0 steht's für ihn. 5 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Just recently another goal and so the lead is 2. Ernsthaft, jetzt ist er AFK oder was? Fires. Good bad save. Fires. Oh, what a break. That shot hit somebody. Und ich mach da kein Tor draus. Und das kann abseits. Keeps it going behind the goalie. Oh Gott. Nice tip of the pass. The Blackhawks have control of the puck in the defensive zone. Just a gentle hit, but he still got it. Got a piece of that one. And he'll cover. Mann! Ich tank mich da doch so schön durch. Warum macht er die Tore denn nicht noch? Ah, daneben. Granlund! Mensch! Ja, ich wollte gerade sagen, das war das zweite Drittel. 2-0 für ihn. Wir sind nicht schlechter als er, auf gar keinen Fall. Wir nutzen unsere Chancen nur nicht. Chicago's got that neutral zone face-off. Let's it go. No! Dann trifft er wieder das Tor. Pitching it to Armia. Oh, here's a chance now on the giveaway. Looking to Eric Staal. And the pickup. Ach komm, als wenn. Als ob das abseits war. Mensch, scheiße. Chicago's got that one. Now what? Ja. Grabbed by Francis. Und nächster Leck. Knocked off the puck. Moving it to Phaneuf. Pass attempt to Holla. Carried from the defensive zone. Eller's trying to do way too much there with that offensive opportunity. Warum? No chance on that. Bumped off balance. That one fired down. The defense will win the race and icing is called. Komm, jetzt bitte ein Tor machen. Oh, da ist wieder einer im Weg. Up the wing skating with it now. He gains the zone. Let's it go. He can't find the target. Has it back deep. Trying to go to Holland. Still dawdling back in the defensive zone. Oh lol. Possession seized by Franson. Directing that one to Armia. Ja, was soll ich denn machen? Die Puckkontrolle war nicht da. 12 Minuten noch zu spielen, 12,5. Nach wie vor 0-2 hinten. Das ist noch nicht gut. And that's a face-off win. Guck mal, ich werde aber auch von meinen eigenen Spielern geblockt. Puck is thrown to Perron. No luck getting through. Puck loose. Tremendous defensive play. And he was the only guy back.
Oh, der Typ spielt jetzt schon auf Zeit, ey. Ja. Ja, genau, wechselnde Spieler, wenn ich am... Ach komm, was ist denn los hier? Now it's directed to Thornton. The Blackhawks up the wing are moving the puck. He's got it. Wie kannst du so einen Pass blocken? Walking a thin line near the border there. Das war ein schöner Poke Check, ja. Free puck off a defender. That block was set up. Bounced off the boards to Lewis. Those big pillows on his legs came in handy then. Cleared back out. This will force him to drop back a lot. Oh, wow. Motherfucker, ey. And it's driven away again. Pitching this one to Ennis. Into the end of attack. Ach komm, was ist denn los? He throws it there. Und der geht rein. 3-0 für ihn. Oi, 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 NHL macht einen sehr guten Start bei mir. Will mich gleich im ersten Spiel abfacken. Aber gut. Guck mal, meine Punktchecks treffen aber auch nichts. Und meine Pässe sind alle geblockt. Pavelec mit einem Safe. Halleluja. Was macht mein Verteidiger da? Wie kann er jeden Check treffen? Ich verstehe es nicht. Propelled to Wilson, moving it to Light. Shot hung right over him and couldn't get it past. Good job there. The Blackhawks ready in attack. Back so in the Wilson, nochmal rein. Ja, und der nächste harte Check. Wieder Puck weg. Mein Check trifft wieder nicht. Have to give yourself a chance here. You cannot blow this puck past the net. The boards are there to be used and he does it. Pass mal wieder geblockt von ihm. Aber es kommt keine Sau hinterher. Laid on to Cracknell. Tripped up on the play and there will be a penalty. Eieieiei. Das erste Spiel steht unter keinem guten Stern. And this one goes in. 3-0 verloren. Coaching staff has to be extremely pleased with the energy and effort that their team played with. Three stars. Alle von ihm, war klar. Macht aber auch Sinn. Die Netzwerkleistung. Nein. Das sieht man die Ping die ganze Zeit. Das ist nice. Ja, liebe Leute, das war dann wohl die erste Runde NHL 16 Hockey hatte mit ihm. Lief nicht gut. Muss man ja mal so sagen. Ich danke trotzdem jetzt vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Tschö, tschö. Ne, warte, er beendet meine Aufnahme nicht. Warum nicht? Mistspiel. So, lieber Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö, tschö.